Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Legion Video zu 7.2 und dieses Mal zum Thema Furorkrieger und zwar allgemein das Thema, welche Skillung soll ich wählen, wenn ich einen Furorkrieger level, welche Skillung ist optimal, wenn ich Dungeons, Mythisch plus Dungeons gehe, welche Skillung ist optimal fürs Raiden und welche Skillung soll ich wählen, wenn ich vielleicht zum Beispiel ein bestimmtes Legendary habe, wie unter anderem dem Ring. Darauf werde ich heute mal ein bisschen eingehen und das auch ein bisschen näher noch erläutern, warum gerade die Skillung und was natürlich auch der Vorteil dafür ist. Fangen wir also ganz gemütlich denn jetzt mit dem Leveln an. Und ja, wie gesagt, unten werde ich in die Videobeschreibung die Zeiten auch nochmal reinpacken. Quasi, wenn ihr bestimmte Sachen nur sehen möchtet, wie zum Beispiel für Dungeons, könnt ihr da direkt natürlich draufklicken. Also, fangen wir mal an. Wie soll ich meinen Furorkrieger skillen, wenn ich ihn gerade zum Leveln benutze? Öffnen wir mal die Talente. Die sind quasi noch nicht passend. So, und jetzt haben wir sie eigentlich auch schon passend. So, wenn ich den Furorkrieger level, dann sollte das erste Talent Kriegsmaschine sein. Tötet ihr ein Ziel, erhaltet ihr 15 Sekunden lang 30% Tempo und 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Was bringt mir das während des Levels? Gerade während des Levels, während des Questens, tötet man sehr schnell viele Mobs meistens und hat dadurch einen sehr erhöhten Tempo-Boost, was natürlich auch während des Levels einen guten Schadensboost verursacht, was daher dementsprechend sehr, sehr praktisch ist. Des Weiteren würde ich während des Levels ruhig zu Doppelt-Hit besser raten. Eine weitere Aufladung von unserem Sturmangriff ist nie verkehrt. Es macht uns etwas mobiler während des Levels, dass wir von einem Ziel zum anderen Ziel auch mal relativ schnell hin und her switchen können. Auf jeden Fall ist wirklich eine sehr, sehr praktische Sache während des Levels. Während des Levels würde ich ebenfalls auf den Skill Abrissbirne setzen. Eure Angriffe haben eine Chance, dass euer nächster Wirbelwind 250% mehr Schaden verursacht. Erklärt sich von ganz alleine. Wir haben meistens natürlich auch mal viele Mobs. Und gerade da können wir richtig schön AOE machen mit dem Wirbelwind. Ist das wirklich eine super Sache. Kann ich nur während des Levels auf jeden Fall für den Furorkrieger sehr empfehlen. Des Weiteren würden wir dann im 60er Talent auf den Skill Riesenschritte setzen. Verringert die Abklingzeit von Heldenhafter Sprung um 15 Sekunden. Außerdem erhöht Heldenhafter Sprung nun auch für 3 Sekunden eure Laufgeschwindigkeit um 70%. Ja, wir sparen uns quasi mit dem heldenhaften Sprung während des Levels ein bisschen Zeit und laufen auch noch ein paar Sekunden schneller und kommen so natürlich schneller an unser Ziel. Bei dem 75er Talent würde ich aktuell zum Leveln den wutschäumenden Berserker wählen. Wenn 100 Wut erreicht wird, euer Schaden um 15% und eure Bewegungsgeschwindigkeit um 30% erhöht, hält 6 Sekunden lang an. Wie gesagt, erklärt sich von alleine. Man kann dann ganz quasi mit dem Skill Kampfschrei ein bisschen seine Wut aufbessern und richtig schön viel Schaden rausholen. Beim 90er Talent kommt der Skill Innere Wut rein. Wütender Schlag erfordert nicht mehr Wutanfall und verursacht um 150% erhöhten Schaden, weist jetzt aber eine Abklingzeit von 4,5 Sekunden auf. Bei dem 100er Talent würden wir dann den Skill Waghalsigkeit wählen. Kampfschrei hält jetzt 2 Sekunden länger an und erzeugt 100 Wut, was dann quasi, wenn wir 100 natürlich sind, mit der Kombination mit dem Skill 100 Wut erhöht unseren Schaden, der Skill wiederum sorgt dafür, dass wir mit Kampfschrei 100 Wut bekommen. Mit anderen Worten, haben wir dadurch eine Fähigkeit, dass wir 15% mehr Schaden machen. Ja, so, das war jetzt quasi der Skill, den wir wählen, wenn wir in dem Bereich Leveln sind. Wenn wir jetzt quasi so in dem Bereich, sag ich mal, Dungeons, Mythisch plus Dungeons vielleicht uns nur aufhalten, dass wir sagen, wir gehen nur Mythisch plus Dungeons, dann ist natürlich ganz klar, wem wir erstmal bleibt, die Talente so. Ich würde aber dann einige Kleinigkeiten natürlich ändern. Wir würden zum Beispiel den Skill Schockwelle mit reinmachen und wir würden den Skill Kriegsbemalung mit reinmachen. Alles andere kann erstmal vorübergehend so bleiben. So, warum Schockwelle? Ganz einfach, wir können damit Gegner betäuben.
Das ist in einer Mythisch Plus Dungeon ist, oder auch in den Dungeons ist das manchmal, wenn die Gruppen vielleicht noch nicht ganz so stark sind, natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir mit Schockwelle alle 40 Sekunden beispielsweise, wenn wir drei Ziele treffen, alle 20 Sekunden dafür sorgen können, dass wir die Ziele stunnen, dass etwas weniger Schaden auf die komplette Gruppe reinkommt und es etwas angenehmer natürlich auch für den Heiler unter anderem ist, die Gruppe hochzuheilen. Dafür nutzen wir auf jeden Fall Schockwelle und es macht nebenbei ein ganz kleines bisschen auch noch Schaden. Aber das ist halt hier nicht das Hauptaugenmerk, sondern einfach das Hauptaugenmerk ist, dass wir die Gegner mit Schockwelle quasi in den Mythisch-Dungeons oder in den Dungeons damit einfach stunnen quasi und damit natürlich einfach, wie gesagt, Schaden vermindern quasi und es sehr praktisch ist. Ja, ansonsten, wie gesagt, erklärt sich das Ganze soweit natürlich auch von alleine. Kriegsmaschine, klar, wir töten sehr, sehr viele Trash-Mobs in den Dungeons, beispielsweise auch in den Mythisch-Dungeons, wo es einfach wieder darum geht, wir laufen etwas schneller, was nicht der größte Vorteil ist, aber wir erhöhen einfach unser Tempo, was uns einfach wieder einen Schadensboost gibt und das natürlich sich sehr gut gerade ausgleicht, da wir natürlich durch einen Mythisch-Dungeon sehr schnell durchkommen müssen. Und da wir natürlich auf Zeit spielen, ist es wichtig, dass wir natürlich sehr schnell viel Schaden machen können und dadurch, dass wir immer wieder ganz viele Trash-Mob-Gruppen töten, quasi einzelne Ziele, erneuern wir Kriegsmaschine fast dauerhaft, während wir uns in dem Dungeon befinden. Ja, Abrissbirne natürlich ist natürlich auch viel bevorzugter als der Avatar, denn Abrissbirne einfach für den AOE-Effekt, um mehr Schaden rauszuholen, lohnt sich Abrissbirne einfach viel, viel mehr, als wenn wir jetzt den Skill Avatar benutzen. Denn mit Abrissbirne haben wir, wie gesagt, 250% mehr Schaden bei dem Proc auf Wirbelwind und alleine das macht im AOE wirklich sehr, sehr viel aus und geht in die Millionen von DPS auf jeden Fall rein und ist für Trashmobs daher eine unausweichliche Sache. Also benutzen wir da den Skill Abrissbirne. So, ja, natürlich benutzen wir dann Kriegsbemalung. Wir erleiden nun durch Wutanfall nur 15% erhöhten Schaden. Wir bekommen weniger Schaden. Das ist in einem Dungeon beispielsweise, in einem Mythisch-Dungeon natürlich sehr, sehr wichtig, dass wir dort natürlich weniger Schaden reinbekommen. Denn wir möchten ja schnell durch und wie gesagt den Heiler natürlich auch was abnehmen. Daher Kriegsbemalung reinmachen, um weniger Schaden zu bekommen. Alle anderen Talente, wie gesagt, erklären sich hier natürlich wieder komplett von alleine. Wir nutzen wieder Waghalsigkeit, den Skill für den Kampfschrei, um 15% mehr Schaden zu machen und innere Wut quasi, um unseren wütenden Schlag wieder einer Abklingzeit hinzuzufügen und seinen Schaden zu erhöhen. Ja, das war jetzt das Ganze für die Dungeons, beispielsweise Mythisch Plus Dungeons. Ja, welche Skillung würde man jetzt zum Beispiel nehmen, wenn man Raiden geht? Wenn man Raiden geht, brauchen wir gar nicht so viel ändern. Wir nehmen den Skill Endlose Wut. Hier kann man ein bisschen wehen, man kann Sturmblitz nehmen, muss man aber nicht. Das ist völlig Quatsch, weil der Schaden an sich nicht hoch ist. Wir wählen daher für die Agilität doppelt hält besser. Und hier kann man jetzt sich selber ein bisschen überlegen, welches Talent man für den Dungeon selber benutzen möchte. Man kann jetzt Abrissbirne nehmen, was ich persönlich sehr bevorzuge. Oder man benutzt einfach für alle 1,5 Minuten quasi den Skill Avatar. Das kann man sich, wie gesagt, wieder ganz normal aussuchen. Ansonsten bleiben wir so, wie jetzt die Talente hier gerade sind. Kann man die natürlich für den Raid einfach nutzen. Denn, wie gesagt, Kriegsmaschine bringt in einem Raid eher nichts. Denn wir gehen ja davon aus, wir möchten ja Boss-Schaden machen. Es geht ja darum, ein einzelnes Ziel quasi wirklich viel Schaden zu machen. Da ist es immer gut, eure automatischen Angriffe erzeugen 30% zusätzliche Wut. Ist nie verkehrt, wenn wir sehr viel Wut natürlich generieren. Von daher wählen wir dort das Talent Endlose Wut. Für die Agilität in einem Raid wählen wir doppelt hält besser. Es ist sehr, sehr praktisch einfach. Wie gesagt, beim 45er Talent bevorzuge ich auch persönlich auch auf Single Target. Trotzdem Abrissbirne, wenn der Proc ist, mache ich meinen Wirbelwind damit in der Kombination, meistens mit Kampfschrei oder auch mal so, mache ich trotzdem meinen Wirbelwind. Ansonsten, wie gesagt, könnt ihr natürlich auch gerne den Skill Avatar für eine etwas stärkere Burstphase nutzen. Des Weiteren, wie gesagt, bleiben wir dabei, Kriegsmalung, um wieder weniger Schaden zu bekommen. Ja. Dann wieder wutschäumender Berserker und Waghalsigkeit in der Kombination natürlich, einfach um wieder 15% mehr Schaden zu machen, ist eine sehr gute Kombination. Und wieder innere Wut, um unseren wütenden Schlag 150%
mehr Schaden zu geben und ihm natürlich eine Abklingzeit zuzuweisen von 4,5 Sekunden. Ja, das ist jetzt so erstmal so die Skillung, die man quasi für den Raid benutzen kann. Abrissbirne oder Avatar, wie gesagt, könnt ihr euch aussuchen. Ich, wie gesagt, bevorzuge den Skill Abrissbirne aktuell. Abrissbirne, genau. Aktuell lieber. So, ja, jetzt kann man natürlich eine Klitzekleinigkeit noch ändern. Und zwar kam es ja eben noch am Anfang zur Sprache, wenn man bestimmte Legendaries hat, kann man da was verändern? Ja, und zwar habe ich auch ein bisschen getestet und muss sagen, wenn ihr den Ring hier habt, den Legendary Ring, Alias Steinernes Herz, anlegen, eure Angriffe haben eine Chance, dass euer nächster Einsatz von Hinrichten keine Wut kostet und gegen Ziele unangeachtet seiner prozentualen Gesundheit eingesetzt werden kann. Wenn ihr diesen Ring besitzt oder besitzen solltet, dann würde ich an dieser Skillung nur eine Sache ändern. Ich würde, so war meine Test zumindest, dass ich damit mehr Schaden fahre, von wutschäumender Berserker zu Massaker wechseln. Ganz einfach. Dann habt ihr nämlich kritische Treffer von Hinrichten, verringern die Wutkosten eures nächsten Einsatzes von Toben um 100%. Toben kostet euch keine Wut mehr. Und da ihr das ein oder andere Mal natürlich öfters, gerade wenn ihr den Ring habt, doch auch zwischendurch das ein oder andere Mal hinrichten habt, spart ihr gerade bei Toben Wut, heißt ihr könnt zum Beispiel zweimal hintereinander Toben einsetzen oder habt gerade am Ende in der 20% Phase, in der Execute Phase, habt ihr einfach wirklich eine super Möglichkeit, einfach wirklich richtig guten Schaden rauszuholen, weil ihr habt hinrichten, Toben, hinrichten, Toben, hinrichten, Toben fast quasi dauerhaft und verbraucht für Toben in der Execute-Phase so eigentlich niemals Wut für euer Toben. Das ist einfach sehr praktisch und wie gesagt, laut meinen Tests, die ich jetzt mehrmals auch im Mythisch Dungeons und auch im Raid natürlich getestet habe, fahre ich mit dem Skill Massaker eindeutig stärker als wutschäumender Berserker, einfach weil ich mir einfach für Toben quasi meine Wut gerade in der Execute-Phase einfach spare und diese beiden Skills richtig schön durchhämmern kann. Ja. Das war es dann auch soweit, wie gesagt, von den Skillungen, wie man jetzt skillen sollte. Wenn euch das Video auf jeden Fall gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, dann weiß ich, dass euch das Video gefallen hat. Ansonsten könnt ihr mich natürlich gerne abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu sein, was ich gerade wann, wie und warum mache. Und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Start in die neue Woche. Haut da rein, ich bin raus, euer Brocken.